Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Ja, yeah, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinpodcasts Vier Flaschen, dem Speedtasting. Heute probieren wir wieder einen Wein, sagen euch, was wir davon halten. Und Michi, welcher Wein ist es denn? Ja, das verrate ich nicht. Ich schenke es erstmal ein und ihr sagt mir dann... Welche Sorte? Ich habe das Gefühl... Nicht so viel. Ich hab das Gefühl, dass ihr schon so gut drauf seid, ja, dass ich das schon mal mit euch machen kann. Das machen wir jetzt immer, weißt du was? Ja? Das finde ich lustig. Beim Speed-Tasting, Axel, ja. Er schenkt ein, sagt es nicht, was es ist und wir beide... Wir raten uns. Ja. Fängst du vielleicht mal an, Axel, mit dem Jahrgang? Also wir probieren halt einen Weißwein. Sauvignon Blanc. Wow. Ja. Sauvignon Blanc. Fängst du vielleicht an, Axel, und du sagst... Nee, er macht den Jahrgang. Jahrgang kann ich aber auch sagen. 21. Mhm. Alles richtig, ja, ihr seid echt Pros. Ja, aber jetzt müssen wir sagen, Deutscher oder... Ja, würde ich sagen, Deutsch. Deutsch. Kannst du es an der Nase schon erahnen? Ich würde sagen... Jawohl, mal. Warte. Nee, nicht deutsch. Geil, Axel. Was? Das machst du so einfach, du probierst... Ja, Neuseeland. Ja, aber das ist... Aber... stimmt? Na, natürlich stimmt's nicht. Penner. Hast du aber nicht gesagt. So, aber das war ja mega. Ja, ich glaub, kein Mensch der Welt kann draufkommen, dass dieser Wein aus Bulgarien kommt. Aus Bulgarien? Ja, weil man überhaupt keine Idee hat, wie bulgarischer Sauvignon Blanc schmecken kann. Und Lars verzieht sofort das Gesicht, wenn er das hört. Nee, das ist nee, so respektlos. Nee. Nein, das ist nicht halt, aber ganz ehrlich. Puh. Also, ja, okay, Bulgarien. Ja, ältesten Sauvignon Blanc Rebstöcke Bulgariens, hat über 20 Jahre alt. Okay. Und das macht die Familie, warte mal, Ivan und Svetlana Ivanovi. Und Stanislas Stojkov kauft ja für Silkes Weinkeller auch die Weine ein und deswegen, und der ist Bulgare und deswegen hat er so einen guten Bezug dorthin und das ist schon die Top-Liga bulgarischen Weins. Aber schmeckt auch echt richtig gut, muss ich sagen. Was? Ja, finde ich. Mir schmeckt er super. Den nicht? Jetzt ernsthaft? Ja, ich finde den Wein auch gut. Ja, er ist sehr klar, sehr karg. Also da müsst ihr schon sehen, um auf 20 Punkte zu kommen, müsst ihr beide schon 10 geben. Haben wir gesagt, dass wir Punkte geben von 1 bis 10? Ja. Ja, wir wollten über den Wein sprechen, ne? Ja, das, aber für die Zuschauerinnen und Hörer ist ja wichtig, wie viele Punkte es auch. Dass am Ende, wo habt ihr eure Karten mit? Keiner hat sie mit, weil wir im Studio sind. Ja, stimmt. Aber muss ich ein bisschen noch schwenken? Also ich war eben, beim ersten Schluck habe ich gedacht, mal, hat sich mir alles zusammengezogen. Ja? Ja. Zu sauer? Ja. Nicht zu sauer, aber eben knochentrocken, was ich genial finde. Ist ja echt schön, ist wirklich sehr trocken, deswegen auch genial, dass du das magst, Axel. Ja, ich überlege gerade, ob ich das wirklich mag. So. Ja, okay. Nee, weil es ist also ja, dieses sehr zitronige, ja, vielleicht ein bisschen Pfirsich, das kräutrige, wenig Stachelbeere, finde ich. Wenig. Aber Sauvignon habt ihr trotzdem gleich gefunden, das ist schon gut. Ich traue mich gar nicht nochmal zu trinken, ehrlich gesagt. Ich muss zwischendurch mal Wasser trinken. Warum haben wir Wasser? Es ist ja hier alles ganz schön. Habt ihr da diese grüne Paprika? Nicht so viel, dieses Parasit, aber ein bisschen, ja. Ich bin, glaube ich, grüne Paprika blind. Ich habe neulich jetzt mal endlich, ich wollte schon immer machen, dass ich mir eine grüne Paprika kaufe, mache ich normalerweise nicht. Und habe dran gelutscht, dran gerochen, sie gegessen, geschluckt, alles. Aber ich habe nichts geschmeckt, was ich in einem Wein schon mal hatte. Ja, echt? Tatsächlich. Aber sag mal, ich habe ganz... Was für eine Erkenntnis. Ich habe ganz, ganz, ganz heftig, als ob ich... geht's euch nicht so? Als ob ich in eine Zitrone beiße. Mhm. Ja. Als ob ich in eine... Und das ist auch wirklich... dieses Sauer ist witzig, aber... Habe ich auch so ein, wo man reinspuckt? Ich glaube, es ist cool, wenn du kannst ein bisschen näher rankommen, weil dann sieht man dich in der Totalen, sonst verdecke ich dich so. Also der Wein hat eine gute Säure und er ist eben hat ganz, ganz wenig Zucker. Und diese Kombination macht das eben, dass es ja schon so ein Wachmacher ist. Ja, aber das finde ich auch. Wachmacher ist aber absolut. Warme Jahreszeit, zum Essen dazu. Glaube ich wirklich, dass das echt Spaß macht. Ich zeige euch nochmal die Flasche hier. Wie heißt es denn? Zara Brot, Danube Plain, Sauvignon Blanc 2021. In sämtlichen Sprachen, auch kyrillisch auf der Rückseite. Enthält Sulfite. Zarev Brot.
Kostet 14,90. Ja gut, aber weißt du was, da kriegst du doch irgendwie, wie heißt das, Tahunaka, wie heißt der? Kai Tui. Kai Tui, aber Tahuta. Ja, ach so. Ja, schon mal das ist aus Neuseeland, meinst du, ne? Ja. Ja, kriegst du natürlich, aber das ist alles immer. Oder eine halbe Flasche Cloudy Bay. Das ist alles immer in der Nase viel opulenter, das ist am Gaumen opulenter, das ist karger, das ist straighter und das glaube ich schon, dass es, also ich finde es wirklich gut, ehrlicherweise. Das hätte ich nicht gedacht jetzt, das hätte ich, aber es ist ja auch höherpreisig. Ja, das stimmt, ja. Für ein, also kriegst du Sauvignon Blancs auch ganz okay für einen Zehner. Ja, ich hatte jetzt gerade empfohlen von Weingut Sander aus Rheinhessen den Sauvignon Blanc. Ja. Haben wir den nicht gestern bei dir getrunken? Nee, gestern haben wir von Stahl. Richtig. Den Best of Sauvignon Blanc, auch ein sehr guter Sauvignon Blanc. Aber was kostet der eigentlich? Der kostet ein bisschen mehr, kostet knapp 120 leider. Ja. Okay, der war sehr gut, fand ich, im Vergleich. Ja, dass du da Sauvignon Blanc-Möger bist, geworden bist. Naja, ich meine, so von der Einschätzung her mochte ich den. Also ja. Ich finde den. Ich finde ihn auch gut. Ich finde den Namen Best of nicht so genial, weil es so ein bisschen, also eher unhanseatisch ist, ja. Und vor allem, warum soll ich den einfachen trinken, wenn er auch ein Best of hat? Also, er hat zwei Sauvignon Blancs. Mhm. Aber er ist super, ein super Typ und der Wein ist wirklich stark. Und das ist der auch, aber ich verstehe, dass das jetzt, das ist nicht so ein Schmeichler und das ist vor allem der fehlende Zucker. Ich mag's. Deswegen, die Frucht ist halt. Ich würde in der Zeit, gut. Das ist irre, man hat auch nicht bekannt, wir sind in der Zeit so, dass es mein Handy gerade ausgegangen ist. Mhm. Ich würde sagen 6,35. Alter, 6,24. Also wir können ja dann schon in die Bewertung eingehen, weil ich glaube, die Bewertung wird auch in die Geschichte dieses Podcasts sehr eingehen. Sehr indifferent, ja. Sehr indifferent, wir haben keine, wie machen wir es am besten, dass es ein bisschen cool aussieht? Schwierig mit mit rein. Fingern ist doof, oder? Na so? Klar, wie geht's sonst? Hier kann man einfach, da muss man einfach sagen. Na, ich finde mit Fingern super, weil es ja gleichzeitig ist. Wenn man sagt, dann kann man es nochmal wechseln, wenn man von nee, aber hört. Da vertraue ich euch. Okay. Ich finde jetzt so mit Finger hochhalten ist so. Finde ich super. Du moderierst das Finger hochhalten. Das fand ich auch auf der MS Europa so cool. Die haben alle mal ihre Zimmernummer gesagt, ne? Ja, also die bestellen da irgendwie, und, 517 irgendwie. Ich hätte die ganze Zeit auf 517 trinken können, bis der Arzt kommt. Das kannst du in jedem Hotel. Ja? In jedem Hotel kannst du sagen, du bist auf dem Zimmer. Ja, aber normalerweise habe ich das nicht, dass das so durch den Raum gerufen wird. Also. 517. Ja, also beim Frühstück irgendwie kann man das versuchen, aber habe ich mich nie getraut. Also, nee, egal. Also 3, 2. Auf meinem Zimmer waren so viele Sachen drauf, die ich gar nicht hatte. 3, 2, 1. Bang. 7, 8 und was? 4. 4. 7 und 8, 7 und 4 sind 11, 19. Ist so mittelgut. Stark. Ich habe 8 Punkte gegeben. Wie gesagt, ich mag den Wein. Ich hatte noch kein Gefühl. Wir hatten schon mal bulgarischen Wein. Ich finde das schon echt stark und sehr spannend und erfrischend und belebend in einer Welt der sehr aromahefengetriebenen Sauvignons. Ein sehr eher karger, klassischer Sauvignon Blanc aus Bulgarien. Hätte ich überhaupt noch nicht auf dem Zettel gehabt. Ja, ich hatte es schon auf dem Zettel, aber krasser. Du hast es ja auch gesagt. Bulgarien. Ich habe gesagt, nicht Deutschland und das war richtig. Ab da hätte ich nichts mehr sagen sollen. Nee, aber ich mag den auch, aber nicht, weil er trocken ist, sondern weil er irgendwie, diese Frucht, die mag ich. Irgendwie kommt er auf der Fruchtebene natürlich bei mir rüber. Ja. So, und das finde ich cool. Außerdem hat er eine super Temperatur, oder? Ja, finde ich auch. Durchgefallen jetzt. Die Weine bei mir sonst immer nicht. Das ist okay. Es ist einfach. Vier weniger hast du noch nie gegeben. Vier habe ich noch nie. Das ist auch ein bisschen ungerecht wahrscheinlich, aber irgendwie so, weil ich so viel Sauvignon, weil wir auch so viel Sauvignon Blancs getrunken haben und so viel besseres Sauvignon. Sag nochmal Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Besser ist ja immer nur dein Gefühl, dein Geschmack, ne? Das ist ja nicht, objektiv. Ist nie objektiv, so viel getrunken haben und die fand ich alle, es tut mir leid, die fand ich alle besser. Okay. Fand ich alle besser und den fand ich jetzt einfach wie zitronig. Ich bin aber tatsächlich jetzt wach. Also wir könnten jetzt, wenn ihr Lust habt, könnten wir jetzt noch, planen wir noch weitere Tests? Ja, wir werden sie aber erst in 2 Wochen Rhythmus ausstrahlen, aber wir probieren das gleich hinterher und dann sind wir so richtig eingegroovt. Okay. Zaref also, Brot Sauvignon Blanc. 14,90. Ja. Bis nächste Woche. Wie, ist schon vorbei oder wie? Ist so ungefähr, auf jeden Fall nach deiner Dings. Wir können jetzt auch noch irgendwie, aber wenn nichts mehr zu sagen ist. Nein, finde ich, dann sollte man noch schweigen. Ja. Ja. Bin ich auch dabei. Aber dann schweigen wir bis zum Rest, oder nicht? Also drei, wir haben noch nie vorher. 2, okay. 1. Ist es so? Schweig. Jetzt ist es vorbei, oder was? Ja. Exklusiv für alle Fans der 4 Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.